Das kann natürlich auch sein. Wartet mal kurz, wartet mal kurz. Da ist keine Nische drunter. Und da, wenn es das jetzt ist, ne, dann. Nee, das ist aber auch nix. Nee. Ist hier vielleicht eine Kiste irgendwo in der Wand? Beziehungsweise ein Klops Fleischgewebe, was man rausziehen kann. Nee. Bin ich blind eigentlich? Ey. Sommer. Verdammt nochmal. Hier sind auch keine Hebel. Hier ist gar nichts, Alter. Was habe ich nur falsch gemacht? Moment, ich habe es gar nicht probiert, über diese kleine Abzäunung zu springen. Speichern. Aber auf einem. Nee, ich habe da ja eh überschrieben, von daher. Wenn ich verkackt habe, habe ich eh verkackt. Och, das ist doch. Also ist doch unfair. Wartet mal kurz. Ist an dem Ding vielleicht ein Hebel irgendwo dran? Oder wenn es jetzt das ist, ne? Nee. Konnte man das überhaupt in Tomb Raider 1 so Glasscheiben zerschießen? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Ein bisschen zu spät. Kannst du dich mal nach oben umgucken? Danke. Ey, aber irgendeinen Sinn muss es doch haben, dass man hier reinkommt. Nee, das geht echt nicht, darüber zu springen. Ich hatte doch gerade volles Leben gehabt. Ja. Ach, vielleicht aber von hier, weil die Kante da zu hoch ist. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, ob das die richtige Levellösung war, aber ist mir egal, ich komme jetzt weiter. So, schauen wir uns hier mal um. Ich hätte jetzt gedacht gerade, dass ich in Flammen aufgehe, weil das voll das Lavafeld war. Oh mein Gott, das sieht hier so mystisch aus. Und so gefährlich vor allem. Ey, aber so einen schicken Raum habe ich in Tomb Raider 1, glaube ich, nicht gesehen. Okay, das Ding wird schlüpfen. Achtung, 1, 2, 3, da ist unser erster Schlupfgegner. Ich hätte jetzt mit einem Zentauren gerechnet, aber okay. Okay, noch mehr Shotgun. Noch mehr rotes Zeug. Alter, was? Okay. Das hat mir gerade so ein bisschen die Nemesis-Vibes gegeben aus Resident Evil 3. Was? Nein! Hört auf, mich mit euren spitzen Stacheln abzuhalten. Oh nee, du sollst mich nicht mit. Sollte mich mit gar nichts abballern. So. Ich bin gerade übrigens so still, wenn ich gerade die Gegner am Töten bin, weil die mich eh übertönen werden. Ach, was war das gerade, bitte? Hebe ich Munition auf und kommt da so ein Teil runtergefallen? Das sah echt witzig aus. Okay. Ich finde hier die ganze Zeit nur Shotgun. Ob mir das irgendwas sagen soll, ist die Frage. Aha. Diese Festung, die sieht echt schick aus, muss ich sagen. Nur, wo sind wir denn in Tomb Raider 1 gewesen? Waren wir da nicht in der Festung drin, oder was? Wenn ich ehrlich sein muss,
Die Gegenden aus diesem Spiel hier... Oh, ich weiß, dass wir das irgendwann öffnen werden. Die Gegenden aus dem Spiel hier erinnern mich viel mehr an Tomb Raider Anniversary als Tomb Raider 1 selbst. Weil das ist auch irgendwie echt... Also ich habe das Gefühl, bei Anniversary... Dann dreh dich halt nicht in der Luft. Ich habe das Gefühl, dass die bei Tomb Raider Anniversary sich viel mehr... Ja, von diesem Add-on halt eine Scheibe abgeschnitten haben. Oh, ich werde am Levelende wieder so viele Pickups in der Statistik haben. Pickup. Jetzt hätte ich gerade voll Bock auf ein Pickup. Aber auf diese dunklen, mit dem dunklen Keks und der weißen Schokolade, die so wie Oreos aussehen. Weil die schmecken echt nice. Okay, ich speichere dann jetzt nochmal. Und alles weitere seht ihr in der nächsten Folge. Haha, nein. Das war mal ein kleiner Troll-Joke. Oh Gott, was ist das denn? Dieses Level kommt mir gar nicht so groß vor. Es ist ja fast ein Labyrinth hier. What the fuck? Es geht mal wieder in 100 Richtungen. Wieso komme ich da nicht rein? Okay. Hier ist eine Treppe. Ob ich die schon lang... Oh Gott! Ja, dann humpel halt vor dich hin. Nein! Nein, 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 nein! Laut! Nee, ich gehe hier erst später lang... Ja. Denn... Ich will erst hier lang. Ich sollte aufpassen, hier sind überall solche Lavafallen. Und da ist ein Ei. Hinterm Zaun. Ja, okay. Schön, dass wir voneinander getrennt sind. Und schön, dass du über Lava laufen kannst. Ohne zu verbrennen. Ja, okay. Ich hätte ja jetzt gedacht, hier ist irgendwie voll die Gegend zum Durchforsten, aber hier ist ja gar nichts. Och Mann. Oder habe ich da jetzt was übersehen? Naja, ist mir egal, ich gehe hier jetzt erstmal runter. So, und bitte lass jetzt keinen Gegner hier auftauchen. Denn ich sehe so wenig, weil es ist wieder so sonnig. Hier ist eine Tür. Okay, das merke ich mir, weil das sieht voll versteckt aus. Oh mein Gott. Okay. Ja, hier sind jede Menge Mumien. Ich wette drauf. Das war so klar. Was? Willst du mir sagen, dass ich keine Automatik mehr habe? Tatsächlich. Wie ist mir die so schnell ausgegangen? Naja, erstmal die Uzis. Okay, löse ich die erstmal alle aus. Oder, nee, warte mal. Ich glaube, man konnte die auch anders auslösen und das wäre auch viel effizienter. Okay, hier sind Hebel. Was hat irgendein Mongo da am Arsch der Welt... Achso, nämlich da ausgelöst. Hat das Ding da vorher stillgestanden oder was? Das hätte ich mir mal angucken können. So, lag da... Ach, da geht's gar nicht um die Ecke. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, ich weiß, dass hier mehrere Hebel sind und manche von denen tun, glaube ich... Nichts. Oder die tun alle was, nur manche davon sind halt unnötig, weil sie nur Gegner auslösen oder so, ich weiß es nicht. Ah, das war wichtig, denn da haben wir gerade eine Tür aufgemacht. Was ist das eigentlich? Bin ich da gewesen? Keine Ahnung. Ah, da ist eine Tür aufgegangen, okay.
War das diese eine Geheimtür, die so voll versteckt aussah? So voll camouflage-mäßig. Dave hat nichts Ah doch, der hat die Mumien auferwecken lassen. Nein, 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 nein. Igitt, igitt, igitt. Eigentlich wollte ich hier jetzt nicht runterfallen, aber jo. Ah, und die Mumie sollte ich noch auslösen. Ich glaube, der Hebel hier macht das eventuell. Ja. Versteck dich gefälligst nicht vor mir. Ja, so ist gut. Oh Mann! Ich bin irgendwie sowas von angearscht, weil ich voll verschwenderisch umgegangen bin mit meiner Muni. Nee, ist jetzt nicht so schlimm. Was sind das denn für Löcher da an der Decke? Geht es da hoch? Ah, nee, ich glaube, das ist zu. Aber sind alle Löcher zu, oder? Tja, das war mal eine schöne Festung, bis hier Lara Croft hier aufgetaucht ist und alles wegen ihr hier so eingestürzt ist. Wenn nicht sogar komplett zerstört. Aber ey, das könnte es natürlich auch sein, dass Atlantis eben nicht komplett zerstört worden ist, hier nach Tomb Raider 1. Sondern dass... Da liegt ja auch was. Sondern dass... Ja, dass wir hier quasi unterirdisch sind und dass es hier immer noch was übrig... Wieso habe ich es gerade so schwer mit meiner Sprache? Und dass hier immer noch was übrig geblieben ist von Atlantis, verdammte Scheiße. Das würde für mich wiederum schon Sinn ergeben. Also, ich habe mir die Geschichte hier von Tomb Raider 1 Unfinished Business noch gar nicht so richtig angeguckt, aber das ergäbe für mich jetzt tatsächlich Sinn. Okay, da gehe ich dann jetzt lang. Und ich sollte speichern, weil ich laufe hier gerade mit Pistolen rum und ich traue mich noch nicht. Oder doch, komm. Oder? Na, 36 Schuss. Das ist jetzt halt auch wirklich das Einzige, was ich noch übrig habe. 36 Schuss Shotgun. Alles andere habe ich verballert. Deswegen würde ich mal sagen, weil wir die Pistolen so selten benutzt haben in den letzten Jahren und das ist irgendwie ungelogen so. Ich glaube, ich habe die Pistolen seit Tomb Raider 1, dem Griechenland-Abschnitt oder so, wahrscheinlich gar nicht mehr benutzt. Ja. Boah, nee, das dauert ja echt lange, wenn man die mit Pistolen abballern will. Ich hab das Gefühl, es kommen harte Zeiten auf uns zu. Okay. Oder auch nicht, weil hier liegt einfach so viel. Aber ey, stimmt, daran kann ich mich noch voll gut erinnern, dass gegen Ende dieses Spiels, also irgendwann im nächsten Level, dass man da wieder zugebombt wird mit Gegenständen, so à la Tomb Raider 4-Style. In Tomb Raider 4 ist man ja echt im Paradies. Ich hatte mal über 200 Fackeln oder so im Inventar übrig, einmal, als ich das gespielt habe. Und über 60, 70 Medipacks, das ist ja klar. Ach scheiße, jetzt bin ich schon über einer halben Minute. Ich wollte die Folge eigentlich beenden. Naja, ich würde mal sagen, ja, dass ich das jetzt tue, einmal speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.